Wieso sind wir die Größten? Jeder Mensch weiß doch, dass wir nicht die Größten sind. Hast du das immer noch nicht verstanden? Die drücken damit den Wunsch aus, dass wir die Größten werden. Das ist Quatsch. Naja, du hast ja recht. Stimmt ja gar nicht. Ach, wir sind doch die Schlechtesten. Keine Ahnung. So von 30 die Schlechtesten. Ab heute werde ich nur noch essen. Wenn wir 1000 Jahre alt werden, wir gewinnen nie. Mal Ruhe, Jungs, Ruhe. Mit dem Gejammer kommen wir nicht weiter. Soll ich euch mal was sagen? Nach dem, was ich heute gesehen habe, habt ihr Fortschritte gemacht. Wollen Sie uns veräppeln, Buttermaker? Wir haben ganz lausig da draußen ausgesehen. Was erzählen Sie uns von Fortschritten? Wir haben keine Ahnung. Wir müssen hart trainieren. Wenn wir wirklich schuften, wird uns in 2 Monaten keiner mehr schlagen. Eine dicke Chance, hä? Von dir hat er nicht geredet. Besser dick als ein klappriges Gerippe wie du. Ja, das stimmt. Klappern kannst du, Schwabbelelefant, nicht. Ihr seid aufhören, aufhören, habe ich gesagt. Aufhören! Ich will euch sagen, was ich da draußen gesehen habe. Was ich heute da draußen gesehen habe, war Teamwork. Blödsinn, Mister. Das findest du Blödsinn? Als Ahmad seinen 5. Flugball fallen ließ, wer hat ihn aufgehoben und zum Malmann geworfen? Das war Lupus, stimmt's? Gut, ja, das war Lupus. Und das war kein Blödsinn. Das war Teamwork. Und als dann Lupus daneben geworfen hat, wer ist den ganzen Weg zum Bart gelaufen, um den Ball zu holen? Das war Rudi, oder? Toll gemacht! Ja, gut, toll, ja. Und ich habe noch eine Menge Ähnliches gesehen. Das ist sehr ermutigend. Und deshalb sage ich Fortschritt. Und wie heißt das? Teamwork! Ja, so ist es, Jungs, genauso. Also jetzt zieht euch an und geht in eure Klasse. Morgen will ich euch hier wiedersehen, aber pünktlich. Mr. Buttermaker, das haben Sie ganz toll hinbekommen. Sehr nett von dir. Aber erzähl's niemandem, hä? Oh, natürlich nicht. Das ist unser Geheimnis. Die Bären suchen Werfer. Probewerften 14 Uhr. Mr. Buttermaker, das ist nicht fair. Es war nicht meine Schuld, dass wir verloren haben. Cowboy, wenn ein Team 48-0 verliert, dann müssen da mehr als nur einer versagt haben. Okay, aber warum wollen Sie dann nur mich auswechseln und nicht auch noch einen von den anderen Jungs? Ganz einfach, weil du quietschst. Leg das Ding mal in Öl. Ach komm, Rudi. Ich wechsle dich nicht aus. Ich habe nur was anderes vor. Du bist sowas wie meine Spezialwaffe, wie Jim Constante. Jim wer? Vertrau mir. Also, was ist dein bester Wurf? Der Lob, richtig? Wenn ich einen Werfer finde, der die anderen 5 oder 6 Runden aufs Glatteis führt und dann kommst du mit deinem Lob, dann wissen die doch gar nicht mehr, wo sie hin sollen. Klar, das bringt ihren Rhythmus völlig durcheinander. Ja? Aber eisern. Wenn sie diesen unheimlichen Flattermann auf sich zukommen sehen, dann werden sie gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Ja. Dann werden sie gucken wie eine Lokomotive, der man die Räder geklaut hat. Ja! Und hier eine tolle Idee, um die Sache ein bisschen reizvoller zu machen. Es gibt eine Reise nach Hawaii zu gewinnen. Also, hier ist der Ball. Versuch's mal. Wo ist das Ticket? Welches Ticket? Ich will ja nicht nach Hawaii laufen. Das Flugticket. Zuerst wirfst du mal. Nein, zuerst das Ticket. Sie haben doch ein Ticket, oder? Natürlich. Am Ende der Saison, wenn du die Bären zur Meisterschaft geworfen hast, wird jeder ein Ticket kriegen. Da laufen dann gerade die Weltmeisterschaften. Das ist eine Verlade. Die lassen einen nur nach Hawaii, wenn diese Pfeifenmannschaft die Meisterschaft gewinnt. Das wäre doch möglich, oder? Wenn wir einen guten Werfer kriegen, ein paar glückliche Schläge landen, alle ein bisschen schneller rennen und all die anderen Mannschaften eine Erkältung kriegen, das wäre doch möglich, oder? Dasselbe alte Buttermaker. Amanda. Amanda Wurlitzer. Bist du das? Nein, ist das wahr? Wie geht's denn, meine Kleine? Du bist mindestens 2 Zentimeter gewachsen. Hast dich aber sonst überhaupt nicht verändert. Ich habe ziemlich oft an dich gedacht. Dann hättest du ja auch mal anrufen können. Ach, du kennst mich doch. Hör mal, wie läuft's denn so in der Schule bei dir? Sie haben mich beim Schwänzen erwischt und ich habe einen Verweis bekommen. Und warum hast du mich nicht mal besucht? Weil ich dich einfach nicht sehen wollte. Warum bist du dann hierher gekommen? Ich wollte die Reise nach Hawaii gewinnen. Aber ich hätte wissen sollen, dass es bei dir nichts wird. Ah, dann bist du also doch gekommen, um mich zu sehen.
gar nicht. Warum sollte ich dich sehen wollen? Ach, komm schon, Mandy. Du sollst mich nicht Mandy nennen, hörst du? Warum nicht? Früher konntest du es leiden. Ja, früher. Jetzt sind wir keine Freunde mehr und so wird's auch immer bleiben, klar? Hey, Amanda, was ist los mit dir? Ich hab dir doch nichts getan, oder? Du weißt es vielleicht nicht, aber denk mal drüber nach. Oder frag Mami, was sie dazu sagt. Willst du es wissen? Er ist ein mieser Kerl, sagt sie. Hör mal, das meint sie doch gar nicht so. Mit der Liebe ist das eine ganz komische Sache, weißt du? Man kann vieles passieren. Deine Mami und ich, wir waren sehr glücklich miteinander und dann war es vorbei. Du bist abgehauen. Es war vorbei. Und ich hatte ihr nie versprochen, dass ich sie heiraten würde. Vielleicht, aber ich dachte, du würdest. Warum hast du mir nie was davon gesagt? Vergiss es. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Ich verplempe hier nur meine Zeit. Ach ja. Und wo willst du hin? Ich muss... Ich habe eine Verabredung zum Eisessen. Hat irgendwie gar nicht mal so unrecht. Mandy! Gar nicht übel. Hast noch nicht vergessen, was ich dir beigebracht habe, hm? Dein Wurf ist kräftiger geworden. Hast viel trainiert, hä? Ja, eine ganze Menge. Respekt, muss schon sagen. Du solltest nur etwas höher werfen. Der war hoch genug. Wieso sagst du sowas? Egal, was soll's. Es hat ja sowieso keinen Sinn. Gestern habe ich geglaubt, ich könnte es tun, aber jetzt weiß ich, ich werde nie bei diesen Flaschen mitspielen. Oh, es hatte dich auch niemand drum gebeten, Mandy. Du sollst mich nicht Mandy nennen. Und gespielt hätte ich bei euch sowieso nie. Störrisch wie ihre Mutter. Gut für sie. Aber nicht gut für die Bären. Hör mal, Amanda. Überleg dir das nochmal. Die Mannschaft braucht einen guten Werfer. Ich hab die Nase voll davon, wie ein Junge zu sein. Von jetzt an bin ich eine Frau. Merkt ihr das? Nicht so schöne Kleider, Schaumbäder. Das will eine Frau. Gut, ich mach dir einen Vorschlag. Wie findest du diese neuen französischen Jeans? Wieso? Was ist damit? Wenn du am Freitag für die Bären wirfst, dann kaufe ich dir welche. Das ist für beide ein faires Geschäft. Ich werde drüber nachdenken. Okay. Überlegst dir aber nicht zu lange. Ich meine, du weißt ja, wie locker das bei mir in der Tasche sitzt. Wer weiß, ob es morgen noch da ist. Sitzt du immer noch auf Pferde-Buttermaker? Reichlich. Und verlierst du immer noch? Reichlich. Okay, ich werfe ein Spiel für ein paar französische Jeans. Einverstanden. Hey, warte mal, noch was. Sag der Mannschaft aber nicht, dass es nur für ein Spiel ist. Ich meine, ich erkläre denen das. Okay. Aber vergiss nicht, ich will die echt französischen. Gerade geschnitten, an den Beinen eng, gesteppte Taschen. Ganz klar. Das Etikett außen? Na, logisch. Die französischen? Na, was denn sonst? Dann hol sie. Oh, Frau Doktor. Was ist? Mann, genau, Sie wollte ich sehen. Verzeihung, Sie schätzen ja meinen lockeren Ton nicht. Stellen Sie sich vor, ich habe einen Werfer gefunden. Da wäre nur ein kleines Problem. Hat die Schule zufällig einen kleinen Schmiergelderfond für Härtefälle? Ich brauche ein paar französische Jeans. Französische Jeans? Ja. Ihre Figur ist wie geschaffen dafür. Also gut, Tanner, rein mit dir. Amanda zeigt euch jetzt, was sie kann. Mit was wirft sie denn? Mit einer Puderdose? Wie ein Panzer und halt keine Volksreden, du Fettbacke. Los, beeil dich, sonst werfe ich dir die Luft aus deinem Bauch. Du hast Glück, dass du ein Mädchen bist. Wenn nicht, dann würde ich sie dir... Sie ist ein Mädchen und du hörst jetzt auf mit dem Gequatsche. Los, zieh deinen Panzer an. Sie hat einen unheimlich harten Wurf. Das glauben Sie doch selbst nicht. Die schafft den Ball nicht mal bis zu Engelberg. Ich weiß gar nicht, warum ich hier stehe. Wenn hier Weiber mitspielen, kann sich auch meine Großmutter hier hinstellen. Okay, dann koller die Pille mal her. Los, Amanda, zeig's dem Bengel mal. Fangen wir an. Oh, Mann. Oh, Wahnsinn. Hey, ich war noch nicht fertig. Versuch's nochmal. Den werde ich jetzt glatt über die Dächer hauen. Du solltest wissen, Tanner, dass wissenschaftliche Berichte deutlich aufzeigen, dass die weibliche Muskulatur fähig ist, die männliche Muskulatur... Kannst du nicht dazwischen, Brillenschlange? Komm los, wirf das Ding schon! Und? Ja! Ja, ja. Gut, 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 g
wirklich werfen. Ja, wirklich spitze. Ja, sie ist ziemlich gut, aber sie kann kein Lob werfen. Oh Mann, die anderen werden glauben, wir haben uns einen Profi geholt. Jetzt schaffen wir's, ja? Wir brauchen ja! Treten. Wir sind jetzt schon Meister. Ja! 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 Wir werden alles kurz und klein hauen. Leute, gewinnen wir! Ja! Mehr, mehr, mehr! Wir sind die Größten! Hast du es Ihnen noch nicht gesagt? Orivi, wir sehen uns in der Kabine. Okay, Mr. Buttermaker. Wir hatten abgemacht, dass du es Ihnen sagst. Ich werde es Ihnen sagen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Und das ist er nicht. Ist das Klarbeeren? Ist das Klarbeeren? Von heute an will ich nur noch Punkte sehen. Ab heute gibt's nur noch Homeruns. Und du wirst den anderen ein paar Nüsse vor die Schläger pfeffern, dass sie vor Angst aus dem Stadion rennen. Und wenn nicht, dann bekommst du es mit mir persönlich zu tun. Hey, Buttermaker. Ich hab gedacht, dass du ihnen heute sagst, wo's lang geht. Die Jungs glauben immer noch, dass ich die ganze Saison für sie werfe. Du musst es ihnen sofort sagen, Buttermaker. Ich werde nur ein Spiel werfen. Ich sag schon. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Ich will doch nur, dass sie genug Sicherheit kriegen. Komisch. Seit wann kümmerst du dich denn um die Gefühle anderer Leute? Du wirst doch nicht deine Mutter schon wieder ins Gespräch bringen. Ist das deine Tochter? Um Himmels Willen. Ich war nur jemand, den herumkriegen musste, um näher an meine Mami zu kommen. Das war sehr unfair. Das war ein Tiefschlag. Früher warst du nie so. Hast du vergessen, was wir für einen Spaß miteinander hatten? Die schönen Filme, die wir gesehen haben? Dauernd blöde Western. Was war mit den Baseballspielen? Wir haben kein Baseballspiel ausgelassen. Darum geht's nicht, und das weißt du. Wenn einer etwas zu jemand anderem sagt, wenn er was von Gefühlen und immer zusammenbleiben erzählt und dann plötzlich wieder alles umdreht. Was? Buttermaker, ich kann dich gar nicht mehr leiden. Aha. Ja, sie ist verrückt nach mir. Ja, ja, zeig mir! Mach's ja! Dritter Fehlschlag, du bist raus! Ja, los, wirf weiter, Säumänder! Hey, Amanda, das war ganz toll. Vielen Dank, Engelberg. Zieh deine Ausrüstung aus. Du bist nach Tenner dran. In Ordnung. Das ist das erste Mal, dass dieser Geizkragen was abgegeben hat. Der muss dich irre gut finden. Ich finde dich auch gut, Amanda. Ja, du wirst gut. Aber wenn du mal nicht mehr weiter weißt, dann musst du mich rufen. Dann komme ich mit meinem wahnsinnig guten Lob. Danke, Rudi. Los, Amanda! Ja, lauf, Amanda! Schafft es, Amanda! Olli, Olli! Jetzt schaffst du einen Home Run, Amanda! Du hör mal, bloß keine Experimente, spiel einen Stoppball. Was soll ich? Mann, das ist doch Irrsinn! Hank Aaron würde nie einen Stoppball spielen. So, glaubst du wirklich? Hank Aaron war der König der Stopper. Soll das ein Witz sein, Buttermaker? Nun, die meisten wissen das einfach nicht, weil ein Stopper nicht sehr attraktiv ist, aber Hank Aaron war der größte Stopperspieler der Geschichte. Wirklich wahr? Junge, der Mann ist eine Legende. Nächster Schlag, Mann! Geh auf deinen Platz und mach's gut. Lass den alten Hank stolz auf dich sein. Okay. Wirst du schon machen. Okay, Junge, das Geschoss wirst du gleich wieder in der Birne haben, wenn du ihn duckst. Der nächste Fänger! Alles in Ordnung? Ja, ich hab's im Griff, Mann. Okay, mach schon, Mann! Fehlschlag! Was? Fehlschlag! Sie haben wohl Ihre Brille zu Hause gelassen, Sie Dackel. Okay, treffen! Weiter Fehlschlag! Was? Ich verstehe nicht. Was? Losrennen! Okay, Tanner, du hast noch einen Schlag. Los, komm schon! Ich warte, Kleiner. Du wirst dich wundern, wo die Murmel hinfliegt. Dritter Fehlschlag, du bist raus! Raus? Raus? Sie haben ja noch weniger Ahnung als meine 100-jährige Großmutter! Hallo, Trainer, würden Sie wohl liebenswürdigerweise diesen wilden Büffel hier vom Spielfeld nehmen? Brille.
Oh Mann, bin ich wütend auf dich! Okay, ich nehme ihn raus, Aber wenn Sie mich fragen, so wie ich es gesehen habe, der Ball war außerhalb, hundertprozentig außerhalb! Reg ihn nicht auf! Es geht weiter! Mach schon, Engelberg! Zeig's ihnen! Zeig's ihnen! Mitspieler wie dich haben wir hier noch nie gehabt. Wenn du jemanden für deine Schulaufgaben brauchst, komm zu mir, ich weiß alles. Und ich bin unheimlich stark. Wenn irgendwann mal einer kommt und Stunden mit dir anfangen will, dann kannst du mich sofort holen und ich blase ihm sämtliche Lichter aus. Mach ich glatt für dich. Hey Jungs, vom Hopp, es geht weiter. Los, aufs Feld noch dreimal und wir haben sie. Ihr seid wunderbar, Kinder. Ich bin stolz auf euch. Nicht zu früh freuen, Verehrte. Es ist noch nicht vorbei. Was? Wir haben es doch in der Tasche, oder nicht? Amanda, ich weiß, du wirst noch viele Spiele für uns gewinnen. Sie wissen es auch noch nicht? Buttermaker, sag's ihnen jetzt. Was? Okay, hört mal alle her. Ich habe nur versprochen, dieses eine Spiel zu werfen. Ich werde die anderen Spiele nicht mitmachen. Er hatte mir versprochen, es euch zu sagen. Aber er hat es nicht getan. Was, Buttermaker? Mensch, Amanda, sie haben doch immer weiter, was sie bei uns machen. Sie weichen ihren Problemen wieder mal aus, Mr. Buttermaker. Nein, ich wollte nur auf den richtigen Moment warten. Und dies ist er nicht. Wieso denn, Amanda? Sie, por qué? Ja, warum? Ich habe meine Gründe. Soll das heißen, ich habe dir meine Schokolade für nichts gegeben? Sie ist wie alle Mädchen. Wenn du so einer vertraust, dann siehst du nachher, was du davon hast. Also los jetzt aufs Feld, wir wollen wenigstens noch das Spiel gewinnen. Was hast du nun davon? Jetzt sind sie alle sauer auf mich. Und das ist deine Schuld, Buttermaker. Ich hätte es wissen sollen. Hey, Moment mal. Langsam habe ich wirklich satt, mich von dir beschimpfen zu lassen. Geh jetzt aufs Feld und wirf. Mr. Buttermaker, ich frage mich wirklich, warum Sie dieses Mädchen so anbrüllen. Dir ist alles egal, was? Dir geht's nur um dein Bier, dein Baseball, dein Wetten und um dich selbst. Oh, ich verstehe. Hier scheint es gar nicht um ein Baseballspiel zu gehen. Sie merken auch alles. Hier geht es um ganz andere Dinge. Das liegt schon weit zurück. Seid ihr alte Freunde? Nein, alte Feinde. Jetzt weiß ich, sie ist das Mädchen auf dem Foto. Was für ein Foto? Das Foto, das ich in ihrer Wohnung gesehen habe. Sie wissen doch, ich kam zu Ihnen, um Sie zu bitten, der Trainer der Bären zu werden. Da habe ich's gesehen. Hast du wirklich ein Bild von mir in deiner Wohnung, Buttermaker? Ja, ja, rein zufällig. Ich benutze es als Bierdeckel. Was, als Bierdeckel? Nächster Schlag, Mann! Erster Ball. Zweiter Ball. Mach schon, Amanda. Mach weiter. Los, zeig's ihm doch, Amanda. Dritter Ball. Nächster Schlag, Mann. Auszeit bitte, Auszeit. Geh weg, ich will dich nicht mehr sehen. Hey, du weinst ja. Was interessiert dich das? Oh, ich hab dich doch gern, weißt du das nicht? Blödsinn, Mister. Hey, wir haben ja ein Spiel zu Ende zu bringen. Was ist ja, denn? Ja, gleich Sekunde. Hey, ich benutze dein Bild nicht wirklich als Bierdeckel. Ich hab's in einem schönen Rahmen. Hat über $7 gekostet. Ob du es glaubst oder nicht, das ist das Einzige, was ich jemals abstaube. Amanda, es stimmt, was ich über das Bild sage. Und weißt du, jeden Morgen winke ich ihm zu. Ha? Ich glaub's dir, okay. Oh. Oh. Okay, alles in Ordnung jetzt. Fertig. Also okay. Los, das Spiel geht weiter.
Also dann los. Komm, lass uns diesen Vogel abschießen, ne? Einen ruhigen Wurf dicht an ihm vorbei, ha? Er war der Einzige, der so einen Ball so schlagen konnte. War wirklich Pech, Mandy. Ah, Amanda. Mandy. Ach. Jeder kann doch mal verlieren. Aber das nächste Mal, da zeige ich es den Brüdern. Das nächste Mal? Hä? Das nächste Mal? Hey, Jungs, wir haben sie für die nächste Spielzeit. Ja.